Was geht ab, meine Z-Fighter, Osirio, und heute zur Super Battle Royale Stage mit den Resurrect Warriors. Mit diesem Team hat es ja damals geschafft. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Setup, Items, damit ihr das Ganze seht. Wir werden das Team heute ein wenig ändern, denn ich habe euch ja die letzten Tage gefragt, ja, beziehungsweise ja, die letzten Male, ob ihr den physisch Kid Buu Izee mal sehen wollt auf einem Super Battle Royale Stage. Vielen Dank für eure Feedback auf jeden Fall an der Stelle in dem Video. Was dann ändern werde, ist zum einen physisch Kid Buu raushauen und auch dann noch El Abojik reinpacken, und mit diesem Setup werden wir das Ganze mal probieren. Ich bin gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, ohne ja groß Zeit zu verlieren, Freunde. Was geht ab? Genau, physisch Kid Buu Izee. Ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Mich würde selbst interessieren. Boah, wir haben über 400.000 HP in einem Resurrect Warrior Team. Krank. Jedenfalls, mich würde selbst einfach mal interessieren, wie sich physisch Kid Buu in einem Super Battle Royale macht. Oh, aber auch an der Stelle natürlich auch Bojack. Okay. Jetzt die Sache, wir haben zwar Double Buff, Debuff von Freezer am Start, aber nächste Runde kommt Golden Freezer rein. Wisst ihr was, nächste Runde haben wir auch Tapion. Dementsprechend würde ich mal sagen, ich lasse mal so, ich gehe einfach mal. Was ist das kleines Risiko eigentlich? Ich meine, Freezer hat zwei Debuffs drauf. Der sollte hoffentlich dir gut debuffen. Okay, so viel Schaden machen die nicht. Sollten wir nächste Runde unter 50% fallen, ist es gar nicht mal so schlimm. Eigentlich will ich über 50% immer bleiben wegen Tech Golden Freezer. Ich merke gerade, ich habe den Argel Golden Freezer nicht dabei. Mit dem Tech hatte ich jetzt geschafft gehabt. Oh. Okay, die hat einen Typen-Vorteil, glaube ich. Nicht schlimm, denn mit dem Tech hat es bei mir geklappt, denn der Tech ist bei mir auf 100%, aber den Argel Golden Freezer könnt ihr auf jeden Fall auch mitnehmen, weil der ist auch ein sehr guter Tech. Der hat 90% Damage Reduction und diese 90 und 70%, die 90% macht das schon was aus, so ist nicht. Da bin ich ehrlich zu euch, denn der Tank hat einfach im Schnitt besser als der Golden Freezer. Jedoch ist der Golden Freezer bei mir auf 100%, heißt, er macht auch ein bisschen wegen Schaden. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich für ihn entschieden. Außer davon habe ich einen Tech Freezer am Start. Tapion ist sehr, 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 sehr wichtig, Freunde, für das Super Battle Royale. Zum einen wegen sowas. Das sind einfach mindestens zwei Runden, die wir geschenkt kriegen. Und nach dem Dupe System Buff kann auch quasi Kritten, Dupen etc. Additional Attacks starten. Jetzt die Frage, ich weiß gerade gar nicht, ob mein Tapion geduped ist. Ist er leider was? Ernsthaft? Leider nur ein Dupe bei meinem Tapion. Okay, krass. Das wundert mich ein bisschen irgendwie komischerweise, weil ich, ich irgendwie im Kopf habe, dass ich ihn eigentlich öfters gezogen hätte, aber ist wahrscheinlich auf JP. Sicherlich sitzt er auf JP auf 100%, denke ich. Doch, ich glaube sogar, ja. Jedenfalls nicht schlimm, aber Tapion macht wirklich was aus, so ist nicht. Denn er hat auch, kommt mit einer Damage Reduction her. Wenn wir unter 50% fallen, dann transformiert sich zu Hildegard. Das sind einfach zwei geschenkte Runden, indem wir Schaden machen, Freehouse. Jetzt bin ich nicht auf Videl gegangen, hätte eigentlich auf Videl gehen sollen, möchte sein. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Super Int Quan angegriffen habe. Ich dachte mir vielleicht, ja, Videl ist eh vom Tech-Type, die macht den Int-Charakter nicht so viel Schaden. Nee. Am besten nehmt ihr so schnell es geht einen Gegner immer raus. Deswegen konzentrieren wir uns mal auf Videl. Auch wenn wir Typen Nachteil haben, vielleicht kommt ihr ein Crit zustande. Und dann ja, kann Tapion hier was anrichten. Beziehungsweise Hildegard. Ihr könnt mich aber auch gerne wissen lassen, Freunde, welche Teams habt ihr benutzt. Ich habe an sich ein Super Battle Video gemacht, wo ich all meine Teams mal präsentiert habe, mit denen ich es geschafft habe. Hier haben wir das Ganze, wie gesagt, ein bisschen geändert. Ah, jetzt guck mal. Jetzt wollte ich eigentlich physisch Kid Buu den mal zeigen, wie der so, was der drauf hat. Aber der war legit aus der Rotation. Wenn er jetzt reinkommt, sind wir unter 80%. Schade, wegen seiner Passive. Nicht schlimm auf mich. Egal, wir machen das einfach ganz normal. Und ja, wie ihr merkt schon, es sind einfach geschenkte Runden, ne? Das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Also, einen der Golden Freezer würde ich euch auf jeden Fall empfehlen mitzunehmen. Okay, dritte Runde sind wir sogar am Start. Denn die tanken richtig gut. Tapion, wenn ihr Tapion habt, der wird auch gut was ausmachen. Kann ich euch versichern. Ich hatte Kid Buu dabei. Mein In Kid Buu. 100%. Die Sache mit Kid Buu ist folgendes, Freunde. Ich habe meinem In Kid Buu 15 Additional Attack gegeben, 6 Crit. Warum habe ich das gemacht? Damals wegen Extreme Z Battle. Weil ich hatte keinen Angel Golden Freezer für das Extreme Z Battle von Super Saiyan 3 Goku. Deswegen habe ich darauf gehofft, dass mich das Kid Buu Additional Attack und mich halt immer hochhielt. Ihr könnt trotzdem berückt bei ihm auf Crit gehen. Die Sache ist jedoch, er hielt sich ja, wenn er Super Attack. Also darauf habe ich gesetzt. Einfach im Endeffekt hat es geklappt. Kid Buu würde ich vielleicht, müsste man ausprobieren. Ich habe es mit Kid Buu geschafft, er war bei mir auf 100%. Kid Buu hat zwar Struggle. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Das wird böse. Ah, ich mache das Ganze mal so. Wen hau ich hier raus? Gute Frage, sehr gute Frage. Denn ich habe Golden Freezer seinen Buff nicht. Seine Passive nicht, sage ich mal. Er ist auch vom Tech-Type. Weißt du was, ich lasse mal Tech-Freezer drin, weil der mich hochhielt. Ja, dann, ja, das ist halt das Problem dann auf der anderen Seite. Wegen dem Key.
Jedenfalls, Kidbu hat halt bei mir dann quasi erstmal auf 100% und hat mich hochgeheilt. Oder die Sache an Kidbu ist halt, er bekommt keine Ki. Also, ich hatte in dem Setup davor Super Saiyan Bardock mit dabei. Ist gar nicht mal so schlecht, weil er kann erst healen. Hat auch auf jeden Fall was geholfen. Ihr merkt schon, guck mal, wie gut Tapion tankt. Aber Kidbu, ich meine, bei mir hat es funktioniert. Also, wenn ihr 100% Kidbu habt, versucht es. Aber ihr müsst aufpassen, dass sie ihn so positioniert, dass er wenig Schaden bekommt. Oje, 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 das habe ich kaum gesehen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Naja, jetzt haben wir immerhin mal einen Typenvorteil mit dem physisch Kidbu. Dann machen wir das Ganze mal so. Bei den werden wir auch selten unten sehen, so ist nicht. Ansonsten lassen wir Bojack drin auf jeden Fall. Ah, den Friend Golden Freeze hätte ich eigentlich auch gerne drin gelassen. Wegen den Debuffs und weil er auf 100% ist. Ja, gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Ich meine, okay, der Typenvorteil, der wird gut tanken. Besser als der Golden Freezer, schätze ich mal, Angel Golden Freezer. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, wahrscheinlich intuitiv. Ich werde das Ganze mal einfach mal, ich will nicht sagen runterrattern, aber einfach mal so versuchen, so zügig wie möglich zu machen. Mehr oder weniger. Nicht, dass jetzt riskieren muss man so oder so, denke ich mal, zu einem Super Battle Road, vor allem Kategorie Super Battle Road Stages. Aber ich, ja. Wir machen einfach mal, bevor ich allzu viel rede und mich verplappere. Hier tun wir ganz klar Tapin an Stelle hin. Vielen lieben Dank für die ganzen Orbs, die da sitzen, die Tech-Orbs, die ich nicht einsammeln kann. Und Angel Golden Freezer, hoffe ich mal. Ja, ich lass mal so. Tapin wird gut tanken, wenn Golden Freezer zwei Super-Decks, keine Super-Deck bekommen, dann wird das gut. Guck mal bitte, Freunde, 9. 9 Damage, das ist gar nichts. Die Sache ist nämlich, wenn wir unter 50% sind, dann bekommt Tapin noch zusätzlich dazu einen defensiven Boost und einen Angriff-Boost. Angriff-Boost auf jeden Fall. Den defensiven hat er ihn schon oder bekommt ihn noch zusätzlich dazu seine Damage-Struction? Schaue ich gleich nach, bevor ich euch Müll erzähle. Aber, genau, Angel Gold Freezer ist in einer Runde würde ich auf jeden Fall einlassen, wenn es geht. Wenn es geht. Oh nein. Dein Ernst? Ciao. Oh! Oh! Ich wollte mich schon, ihr habt es gemerkt, ich wollte mich schon verabschieden. Okay. Nicht so früh, sagt da jemand. Da sagt jemand legit nicht so früh, wir sind noch da. Ich würde mich halt legit schon verabschieden. Egal, wir sind dabei, wir sind dabei. Okay, solange wir dabei sind, alles gut. Aber den Golden Freezer an der Stelle kann ich nicht nach rechts stellen, weil der Typ Nachteil hat. Ja, manchmal muss der Konstellation hin und her schmeißen. Passiert halt. Aber solange man überlebt, solange man es schafft, dann klappt es, hoffe ich mal, sage ich. Kidbu ist bei mir auf 100%. Wir sehen schon, er tankt gut. Okay, klar, hier hat der Typenvorteil. Wir werden dann sehen, wie es in den anderen Stages sein wird. Aber auch an sich durch die Pässe gibt er den Charakter einen guten Boost. Bojack so oder so. Bojack wird übel tanky sein, weil wir hatten richtig wenig Leben. Heißt, hier sein defensiver Boost auf jeden Fall auch gut. Tech Freezer, auf den will ich auch nicht verzichten, um ehrlich zu sein, denn der healt uns halt auch. Gut, jetzt mal wegen Tapion. Also, Damage Reduction 50% hat er immer, wenn, dann, wenn er unter 50% und drunter ist, bekommt er 150% auf den Angriff und Verteidigung 50% und Transformiert natürlich einmalig. Und ja, okay, in dem Setup muss er natürlich Tech Freezer raushauen. Ich kann den nicht da drin lassen, wisst ihr, was ich meine? Weil, das wäre ja lebensmüde, das ist ja legit lebensmüde. Der würde gut Schaden bekommen, weil der Typennachteil hat, so ist nicht. Deswegen, so müsst ihr auch, ich sag mal, so müsst ihr auch, ihr müsst klug spielen, ja. Ich würde jetzt nicht ums Verrecken Tech Freezer reinhalten, ein Item aktivieren, nur damit er überlebt, damit er mich nichts ohne hielt. Nein, haut den raus, der hat einen Typennachteil. Wenn er eine Ulti bekommt und so, wird er viel mehr Schaden bekommen als die anderen Charaktere. Und Tapion, ihr seht es. Ich werde so gut es geht versuchen, Tapion in einer Rotation zu halten, weil ihr habt das gesehen, Freunde. 43.000 tankt er weg. Das ist nichts. Der hat nicht mal Typen einen Vorteil gehabt. Tapion hat nicht mal Typen Vorteil, sondern ist so neutral quasi. Ein anderer Charakter würde viel mehr Schaden bekommen. Diese Damage Reduction machen wirklich sehr viel aus. Gut, jetzt aber auch Golden Freezer wieder am Start. Heißt, Golden Freezer können wir wieder lassen, aber. Weißt du was? Ich mache das so. Ich lasse Kidbu hier drin mit Golden Freezer. Ist vielleicht auch ein schöne Combo, denn. Kidbu, ja okay, er hat hier Typenvorteil. Kidbu wird auch gut tanken, wahrscheinlich hoffentlich gut Schaden machen, aber 1,2 Millionen, sehr schön. Er tut ja noch quasi Golden Freezer gut buffen, heißt, die werden beide zusammen gut was tanken, sag ich mal. Und die Runde lief, will ich mal vorsichtig sagen, gar nicht mal so schlecht. Wir wissen, in den Super Battle Road Kategorie Stage gibt es 3 Runden, 3 Gegner. Wir gehen einfach mal weiter. Wir haben, glaube ich, nur ein Item verbraucht. Wir stehen wirklich gut, wir stehen wirklich gut. Mit Items niemals geizen, aber versuchen klug einzusetzen, sag ich mal. Okay. Ja, oh, sehr, sehr schönes Szenario. Sehr, sehr schönes Szenario. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir gerade richtig. Denn außerhalb davon, dass ich natürlich keine Key bekomme, will ich Bojack raushauen. Warum gefällt mir das so sehr? Was heißt Bojack? Hau ich.
Ich muss Bojack nach rechts stellen, der tankt besser als Ding. Als Angel Girl und Freezer. Weil Trunks ist vom Strength-Type, heißt Tapion wird auf jeden Fall den seine Angriffe gut wegtanken. Sehr gut wegtanken sogar. Aber ich glaube, in der nächsten Runde werden wir unter 5% fallen. Vielleicht hätte ich hier ein Item aktivieren können, so ist es nicht. Aber ich habe halt sehr tankige Charaktere. Wir riskieren es einfach mal. Nächste Runde haben wir dann Go und Freezer und Kid Boots zwar, aber Go und Freezer hat dann seinen Boost nicht, seine Passive nicht. Jedoch kämpft er gegen Argeltyp. Ja, wir gucken einfach, wie das Ganze läuft, Freunde. Was soll ich euch sagen? ja, kann vielleicht auch sein, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Es ist Gen Nacht, sag ich mal, Gen Nacht. Aber ich wollte das Video auf jeden Fall vorbereiten, deswegen passt alles. Oh, okay, das sieht. Oh, Mist! Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob wir über 50% sind oder nicht. Aber ich denke schon, weil Metamorphose oder das hier nicht aktiviert. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind über 50%, sollten wir sein. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Okay, sehr schön. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich werde aber trotzdem wahrscheinlich hier gleich ein Item aktivieren, weil Voice Drops bei Nacht. Weil Kid Buu da hinten. Kid Buu da hinten. Ich mach mal Icarus, denn wir sind kurz vor einem Dokkan-Mode. Kid Buu bekommt von einem Strength-Charakter was ab. Das, oh, die ganzen Int-Ops wären nice für Bojack, aber Bojack haben wir rausrotiert, deswegen passt das auf. Okay, nein, wir hatten unseren Boost nicht. Wir haben unsere Damage-Reduction nicht, wie es aussieht. Habe ich da irgendwas verplant, sag mal? Ich habe nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Das war meine Schuld. Was habe ich gemacht, ganz ehrlich? Ich weiß nicht. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich die Damage-Reduction hatte oder nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, ob die Pass aufgepoppt ist oder nicht. Aber wir haben verdammt nochmal Glück. Zum Glück haben wir Icarus aktiviert, sag ich mal. Komisch, wir waren noch über 50% oder nicht? Freunde, verzeiht mir wirklich, verzeiht. Ich bin... Schwere Zeiten! Nein, also Real Talk. Eigentlich ist alles gut. So ist nicht, aber es ist gerade ein bisschen spät, sag ich mal. Und... Bisschen erschöpft finde ich auch, aber alles gut. Wir haben das, ich schaff das. Jetzt wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, auf Trunks zu gehen. Weil ich Typenvorteil habe. Aber ja, ich habe keine Super-Deck hinbekommen. Sind wieder zwei Runden für uns. Was heißt leider, aber letzte Runde Icarus aktiviert heißt, ein Icarus-Runde haben wir verschwendet. Nicht schlimm, wir haben jetzt Hildegard am Start. Wäre vielleicht besser gewesen, wäre ich auf Trunks gegangen, weil wir Typenvorteil hätten. Weiß nicht, willst du mal einen Additional Attack oder so machen? Du hast zwar nur einen Dupe oder irgendwas. Heute nicht. Geschlossen, okay, kein Bock. Verstehe ich. Aber wie gesagt, ich versuche einfach mal so schnell wie möglich einen rauszuhauen. Deswegen konzentrieren wir uns einfach mal auf den Boy. Goten weiterhin. Sollte nicht schaden. Und hier bekommen wir dann, glaube ich, zwei Super Attacks. Sehr schön, sehr, sehr schön. Genau, Freunde. Ja. Also klar, in dem Resurrect World Team hatten wir auf jeden Fall Double Lead Angel Gone Freezer. Wenn ihr LA Bojack habt, rein mit ihm, Freunde. Je weniger HP er hat, desto tankier wird, je mehr HP wir haben, desto mehr Schaden macht er. Also bei dem macht er gar nichts falsch, sag ich mir ehrlich. Sonst der ist so ein bisschen balanced, sag ich mal. Ist auch ein L-Charakter und tanken tut auch gut. Tapion würde ich euch, ihr seht es, ich glaube, über Tapion muss nichts sagen. Er zeigt, was er drauf hat. Ist sehr wichtig für das Resurrect Warrior Team. Noch eine Runde, sehr schön. Golden Freezer, eines der Golden Freezer nimmt ihr mit. Ob ihr euch für den Tag oder für den AGL entscheidet, müsst ihr wissen. Der AGL wird besser tanken. Lasst euch nicht irritieren, das sind nicht nur 20%, also das ist ein Unterschied, wenn ein Charakter 70% tankt und wenn ein Charakter 90% tankt. 90% sind, der tankt fast alles, 10% die da fehlen quasi. Das macht schon was aus, vor allem wenn er quasi keinen Typen-Nachteil hat, unser Tag Freezy, dann bekommt er schon gut Schaden, auch mit der Damage Reduction von 70%. Meine Ziele auf 100%, deswegen habe ich mitgenommen, aber ich sag mal folgendes, wenn ihr einen AGL Golden Freezer auf 100% habt, nehmt vielleicht mal einen Ratschlag von mir an. Geht bei ihm trotzdem auf Dodge. So viel wie möglich auf Dodge. Jetzt sagt ihr warum, Osaru. Der hat doch 90% Damage Reduction. Ihr habt nicht Unrecht. Aber jetzt denkt mal. Jetzt überlegt mal, ihr fällt unter 50% und er ist in so einem Szenario. Und ihr habt keine Items mehr, gar nichts. Dann hat er immer noch die Chance zu dodgen. Weil unter 50% bekommt er den vollen Schaden. Genau, so. Jetzt bekommen wir einen Dokkan-Mode erstmal hoffentlich auf unseren Angel Girl und Freezer. Tapion wird sehr gut tanken. Der mir Angst machen wird, Trunks wird das auf jeden Fall überleben, ist der Angel Gone Freezer ganz hinten. Deswegen aktiviere ich mal Princess Snake. Princess Snake behalte ich. Aktiviere mal den Boy. 70% hier. Wir werden ein bisschen Schaden bekommen. Nach dem Dokumentieren uns auch wieder hoch. Nicht schlimm. Und dann gucken wir uns das Ganze mal, wie das Ganze funktioniert. Der Friend ist auf 100%. Ich erwarte gut Schaden von dem, mein Boy. Gucken wir uns das Ganze mal an. Let's go. Let's go.
Bam, bada boom, pow, check, bam. Okay, alles klar. Oh, man. Jedenfalls. Ja, ihr merkt schon, euer Body dreht auch bei Nacht ein bisschen durch. Lasst mich euch noch ein, zwei Sachen sagen, die mir so spontan einfallen. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr Vorschläge habt, Szenarien habt, wie es bei euch funktioniert hat, gerne in die Kommentare da rein und hilft euch gegenseitig aus auf jeden Fall. Jo, sehr schön, das will ich sehen. Sehr, sehr schön, das will ich sehen. Ja, mein Setup davor habt ihr gesehen, wie ich es zum allerersten Mal geschafft hatte. Physisch Bardock sollte man auch nicht unterschätzen, der war bei mir, ich glaube, damals noch nicht auf 100%, aber er hat immer gut gesealt, heißt, einen Charakter konnte ich rausnehmen. Physisch Kitbu, genau, wenn ihr Physisch Kitbu auf 100% habt, SC15, so wie ich, er macht seinen Job gut, also mir ist jetzt nichts Negatives bei ihm aufgefallen, also ihn kann man auf jeden Fall nutzen für Resurrected Warriors. Genau, jetzt haben wir an der Stelle die erste Transformation, gut, wir haben jetzt, okay, jetzt bin ich mir sicher, wir haben den Boy aktiv, die Sache ist, mit wem will ich ihn halten? Bojack hat natürlich mehr. Das ist eine gute Frage. Ob ich Bojack halte in der Rotation oder ich lasse mal den Freezer drin. Vielleicht dumme Entscheidung, vor allem, wenn ich eine Super Attack bekomme. Aber ich will mich healen. Ich will mich healen in der Runde, so gut es geht. Und ich setze auf den Freezer. Ich weiß, warum dieser Freezer gefällt mir. Ich setze auf den Freezer, auf den Verwandlungsfreezer. Ich setze auf den, der hat mir ein oder andere Mal wirklich immer den Ass gerettet, sag ich mal. Ja, okay, 58 hat auch sehr gut getankt, kann man nicht sagen. Genau, und dann versuche ich das Ganze mal runterzuspielen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Jetzt ist eine... den 100% Asian Gold Freezer halte ich auf jeden Fall drin. Ich habe mir überlegt, ob ich Kidbook drin halten, behalten lassen sollte. Behalten lassen sollte. In der Rote lassen sollte. Oder ihn rausrotieren sollte. Ich habe aber vergessen, welche Gegner danach kommen, welcher Typus. Deswegen habe ich Angel und Freezer mal gelassen. Ich glaube, es war hoffentlich eine gute Wahl, denn der Debuff von ihm ist auch sehr gut. 15% für gegnerische Superclass. Sorry, 15%. Ihr merkt schon, ich bin eigentlich brainhafka ein bisschen. 15% senkt er sowohl unseren Superclass-Verbündeten Angriff, aber auch von den Gegnern. Deswegen passt es, wenn man ihn in der Rotation hält. Oh, wir haben. Was war das? Tech. Sehr, sehr schön. Tech-Charaktere heißt, unsere In-Charaktere lassen wir alle drin. Unsere In-Charaktere lassen wir alle drin. Okay, Problem. Jetzt ist der Freezer, den muss ich raushauen. Den Freezer muss ich raushauen. Ich werde auf Nummer sicher gehen. Ich werde einen Whiz aktivieren. Denn der Freezer ganz hinten wird viel Schaden bekommen. Aber den Freezer will ich. Ich muss den rausrotieren, weil der hat keinen Typenvorteil und Golden Freezer hat seine Damage Reduction. Wir werden das Ganze machen. Er wird hinten sehr viel Schaden bekommen, das weiß ich, aber ich werde ihn rausrotieren. Den wollen wir nicht sehen, wir wollen jetzt die Int-Charaktere sehen. Aha, deswegen hat mir der Int-Kid wahrscheinlich auch in dieser Stage vor allem sehr gut ausgeholfen. Er hat trotzdem gut Schaden bekommen, so ist nicht, aber er hat auch gut Schaden gemacht, hat es geht etc. Okay, heißt, wenn ihr eure Resurrect Warrior Teams ein bisschen Int-Type-lastig bauen wollt, dann macht das, weil... Ich habe zwar gerade die Stage gerade gespielt, aber ich kann mich nicht erinnern, ob ein physischer Charakter dabei war. Deswegen, Freunde. Wenn keiner dabei war, dann könnt ihr auch auf Strength Charakter verzichten, zumal ich eh keinen dabei habe. Was? Gott sei Dank habe ich Whis aktiviert. Haben jetzt wieder eine Runde verloren. Ist nicht schlimm. Wir haben jetzt Tapion. Ist auch nicht schlimm. Sache ist, wir haben keinen Typenvorteil. Heißt, wir müssen auf Crit setzen. Meiner hat leider nur ein Dupe. Wenn euer Tapion 1, 2, 3, 4 Dupes hat, rein mit ihm, Freunde. Aber auch so rein mit ihm. Ihr merkt schon, er hat ein Dupe und Tapion macht wirklich gut was aus. Beziehungsweise Hildegard an der Stelle. Aber ja, dass er jetzt Schaden verrichtet, ist halt ein bisschen schwierig. Ist nicht schlimm, so können ein bisschen Schaden wenn wir trotzdem machen. Wenn er crittet, dann ist es auch gut. Da, die Runden, die nehmen wir. Nehmen jeden Schaden nehmen wir mit auf jeden Fall im Super Battle, würde ich sagen. Und dann macht man einfach nichts falsch, deswegen, ja. Gucken wir mal, was der Boy drauf hat. Aber wenn du critten könntest, wäre es echt nicht schlecht. Additional Attack, irgendwas. So in der Art habe ich noch nichts gesehen, leider. Okay, my boy. Komm schon. Ein Crit oder sowas hast du doch wohl drauf, oder? Items haben wir auch gut. Also Gott sei Dank. Heißt, dass das Setup funktioniert. Gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein schönes Setup. Genau, so. Bam. Gucken wir das Ganze ab. Vielleicht hätte ich mir... Da hätte ich mir die Orbs ein bisschen besser kalkulieren können oder einteilen können, aber ist nicht schlimm auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht schlimm. Hat er gekriegt oder so? Gar nicht.
Noch gar nicht, oder? Wer wird bestimmt auf eine Auto-Attack kritten, das sage ich euch. Bestimmt. Okay, doch nicht. Der hat gar keinen Bock, einen Dupe zu nutzen. Das hasse ich, okay. Ja, okay, passiert. Nicht schlimm. Okay. Ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Sehr bisschen, aber Schaden ist Schaden, würde ich mal sagen. Rhyme, das war der Rhyme. Okay, jetzt aber. Vertraut mir. Eigentlich könnte ich Tapion trotzdem noch drin lassen. Der wird das gut tanken, aber Bojack hat. Ihr seht schon, Bojack hat sehr gut Leben. Ich werde jetzt versuchen, aber Golden Freezer mit ins Spiel zu nehmen. Oder ist Golden Freezer aus Rotation? Ne, der sollte nächste Runde drin sein, richtig. Bojack kann gerade noch so auf Krampf super attacken. Ich werde jetzt Tapion mal rausrotieren. Trotzdem wird Tapion gut tanken. Ich habe das so in Erinnerung. Wir werden es im Endeffekt gleich sehen. Aber ihr merkt schon, Bojack macht seinen Job halt sehr gut. Der ist Typenvorteil. Wir hatten wenig Leben. Könnten vielleicht ein bisschen wehtun, das an der Stelle. Obwohl wir haben Item auch aktiviert. Das stimmt, alles klar. Aber wie gesagt, versucht hier in der letzten Stage so viele Inkraktiere in der Rotation zu halten, wie es geht. Und da seid ihr gut gedeckt, hoffentlich. Okay, der tankt das gut weg. Der tankt das gut weg. Läuft alles gut bis jetzt. 1,67, sehr schön auf Ancient Golden Freezer. Wird auch gut Schaden machen. Wenn ihr einen 100% Ancient Golden Freezer findet, nehmt ihn. Auf jeden Fall, 100%. Immer versuchen, einen guten Friend mitzunehmen, so gut es geht. Der Friend sollte auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Ja, okay, jetzt droppst du die Additional Attacks etc. Aber zuvor nicht. Oh, okay, immerhin hast du gerettet. Guck mal, Typennachter tankt trotzdem so gut. So, jetzt Golden Freeze ist aktiv, das ist sehr schön. Tapion werden wir raushauen. Hinten greifen nur noch Gokus an. Tapion greift ganz links an. Tapion werde ich aber raushauen. Heißt, ich werde das Ganze mal so gestalten. Sollte ich physisch Kidbu raushauen? Ist gerade meine Frage. Drin lassen und Golden Freezer raushauen. Ne, ich lasse mal so. Ich habe Angst, dass Kidbu viel Schaden bekommen wird von Super Saiyan 3 Goku hinten. Aber wir sind über 300.000 Schaden. Ich habe gerade, glaube ich, zu Paikon, habe ich gerade zu Paikon Tapion gesagt. Ich weiß nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Aber Paikon hauen wir jetzt raus. Dann kämpfen wir nur noch gegen Super Saiyan 3 Angel Goku. Und das ist gut. Ultimate Angel Golden Freezer, das ist umso besser. Sehr schön, Typenvorteil. Golden Freezer wird das gut tanken. Also danach sollten nur noch Auto-Attacks folgen. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass irgendein Super Battle Charakter zweimal eine Runde angegriffen hat. Also einen derselbe Charakter. Aber wie tankt Kidbu ist jetzt auch eine gute Frage. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich davor ein Item aktiviert habe oder nicht. Also ein Item, was über zwei Runden anhält. Sehr schön, Additional Ulti. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es letzte Runde geheilt. Und was tankt der jetzt? Ja, raus mit dir. Oh je, dich wollen wir nicht sehen. Du kannst sofort. Nächste Runde ist drin. Golden Freezer. Ich bin 1, 2, 3, 4, 5, knapp über 50. Jetzt wird's. Jetzt ist immer so typisch. Die Anfangsrunden können gut laufen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt. Oh, eskaliert jetzt auf einmal. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann es einfach übertrieben schlecht laufen. Und das jetzt in dem Sinne sowas von beschissen, weil ich auf Bojack keine Super Attack bekomme. Bitte lass es nicht so enden, Game. Nein, ich Idiot hätte. Warum habe ich die ganzen Orbs in Bojack gegeben? Ich wollte mit dem ulten. Ah, jetzt sage ich mal, ich keine Fehler erlauben, um ehrlich zu sein. Was mache ich? Guck mal, wo. Wie droppen die Orbs? Das ist so typisch Super Battle, wenn auf einmal am Ende nichts mehr läuft. Ich meine, ja, wenn ihr euch vertippt oder so, könnt ihr das Game neu starten. Dann könnt ihr da quasi wieder die Orbs neu antippen, wenn ihr noch nicht angegriffen habt. Aber ich mache das einfach nicht. Ich bleib einfach mal dran. Aber da muss man halt bis zum Ende konzentriert sein. Additional Super Attack, sehr schön, immerhin. Immerhin Additional Super Attack. Jetzt muss ich auch darauf aufpassen, ob Freezer seine Passive aktiv. Wird wahrscheinlich nicht aktiv sein. Tapion ist aktiv, Golden Freezer seine nicht. Der Tech Golden Freezer seine nicht. Nee. Aber gut, da bekommen wir keinen Angriff, heißt Tech Golden Freezer hauen wir raus. Jetzt steht's. Ich hatte mir die Frage, ich habe davor Wiz aktiviert, oder? Ob ich noch ein Wiz aktiviert. Ich muss es riskieren. Ich muss ein Item noch aufbewahren. Ich habe davor Wiz aktiviert. Ich habe davor Wiz aktiviert. Ich bin mir nicht sicher. Tapion sollte auch gut tanken. Sehr, sehr schön. Danke, Tapion. Mein Gott, Tapion MVP. Wirklich. Weil dann kann ich mein Item Ikarus die Runde drauf aktivieren. Der Typenvorteil, der sollte hoffentlich gut was. Ich hoffe, wir haben gut Orbs nächste Runde für LR Bojack, weil wir müssen noch mal langsam anfangen, Schaden zu machen. Der Angel Golden Freezer bei mir ein Dupe hat nichts gerissen. Super. Oh, okay.
Okay. Glück, man braucht halt legit Glück. Man braucht auch Glück im Super Battle, so ist nicht. Aber habt ihr das gesehen, Freunde? Es kann anfangs halt wirklich gut laufen. Irgendwann ein Zeitpunkt gibt es, alles eskaliert so. Es geht wirklich alles so wie hier. Ich habe wieder keine Orbs. Es ist unglaublich. Also Kid Buu darf ich nicht nach rechts stellen. Der bekommt am meisten Schaden. Ich muss Bojack nach rechts stellen. Was soll ich euch sagen? Bojack bekommt da. Da sind drei Angriffe, die wir bekommen. Ich muss Bojack da einstellen. Ich denke, ich habe keine andere Wahl, weil der Tag Freezer würde mehr Schaden bekommen als Bojack da hinten. Nicht mal eine Super Attack auf den Charakteren, auf die ich es brauche. Auch wenn ich jetzt quasi Bojack rausziehe, aber. Schwierige Zeiten bei Nacht auch noch. Schwierige Zeiten. Ja, immer machst du eine Edition Ulti, aber. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es leider nichts wird. Aber es wird sehr knapp. Sehr knapp haben wir verloren. Sehr, sehr knapp, leider. Leider Gottes. Der Ulti, ja, jetzt hätte er den Tank Freezer geultet, wäre mir vielleicht schon raus. Naja, wir gucken mal, was wir diese Runde reißen können. Vielleicht ist es die Runde, die es ausmacht. Vielleicht, ich will nichts sagen, weil wir haben jetzt zwei sehr gute Charaktere, die gut Schaden machen könnten. Wenn vor allem der 100% Freezer mir einen Gefallen tun könnte, Kritten will, Additional Attack Schaden will, gerne. Nehme ich alles an auf jeden Fall, weil die Runde haben wir auch Ikros aktiviert, nächste Runde nicht mehr. Danke für den Crit, danke für den Additional Attack. Tapion, musst du das klären? Oh, nee, Tapion wird zur Hölle gedebufft. Der Arme, der bekommt 30% Minus. Jetzt liegt es legit an meinem Golden Freezer. Ein Dupe hast du, mein Boy. Machst du irgendwas? Hast du einen Crit, Edition Attack? Irgendwas? Irgendwas? Ein Edition Attack! Nein! Das sind so Sachen, da zittern die Hände. Das sind die Sachen. Warte, jetzt muss ich ganz gut aufpassen. Aber sehr schön. Golden Freezer ist ab. Golden Freezer ist ab. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da hatten wir doch nochmal Glück gehabt irgendwie. Oh mein Gott. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Siehst du, deswegen dieser Tag Freezer, der hat uns hochgeheilt im Endeffekt. Der hat uns im Endeffekt hochgeheilt. Und dann haben wir doch noch zum Schluss irgendwie lucky das hinbekommen. Aber ihr merkt schon, am Anfang lief es gut und auf einmal eskaliert das Ganze. Und man muss so bangen und hoffen. Egal, im Endeffekt hat es funktioniert, Freunde. So viel zu diesem Setup mit Kid Buu. Nun ja, ich kann euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, welches Setup bei mir besser funktioniert hat. Denn das erste war ein bisschen länger her, aber mit beiden hat es geklappt. Aber ihr habt gesehen, wenn ihr L.A. Bojack habt, rein mit Team. Tapion auf jeden Fall bitte ein der Golden Freezer. Physisch Kid Buu, ich will ihn nicht schlecht reden, denn er hat seinen Job eigentlich gut gemacht. Natürlich hat er im Endeffekt ein bisschen Schaden bekommen, aber trotzdem hat er seinen Job so gut gemacht, würde ich sagen, Freunde. So viel zu meinem Resurrect Warrior Versuch. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.